Passend zum Jahreswechsel haut der BVB den ersten Oberknaller raus. Denn Shootingstar Erling Haaland, der wechselt zu Borussia und was das für Auswirkungen hat, das erfahrt ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Transfermarkt-Show im neuen Jahr. Wir wollen uns heute um den Verein kümmern, der seine Neujahrsvorsätze mal so richtig ernst nimmt, nämlich Borussia Dortmund. Im November, da hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nämlich noch folgenden Fehler eingestanden. Nach allen Diskussionen, die wir geführt haben, hätten wir einen zweiten Neuner verpflichten müssen. Jetzt hat er dieses Problem mit Vollgas gelöst und vielleicht schon den Transfer-Coup des Winters gelandet. Von RB Salzburg kommt Shootingstar Erling Braut Haaland. 19 Jahre Norweger und quasi halb Europa hat ihn gejagt. Am Ende hat der BVB den Zuschlag bekommen für läppische 20 Millionen Euro, was wirklich ein totales Schnäppchen ist. Zur Erinnerung, seine Stats bis zur Winterpause. In 22 Spielen hat er 7 Tore vorbereitet und selbst hat er 28 gemacht, darunter 8 in der Königsklasse. Mega Zahlen, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Aber der Junge ist nicht nur richtig gut drauf, der passt auch perfekt nach Dortmund. Denn die suchen ja schon seit längerem einen echten Stoßstürmer und genau den bekommen sie in Haaland. 1,94 groß, richtig bulliger Angreifer, kopfballstark, hat seine Qualitäten vor allem im Strafraum. Und entscheidend, er ist viel seltener verletzt als Dortmunds etatmäßige Nummer 1 Paco Alcácer. Gegenüber dem Spanier legt Haaland sowieso die bessere Performance hin, was unsere Zahlen aus der Hinrunde belegen. Klar, Haaland spielt in Österreich in der vergleichsweise schlechteren Liga als Alcácer, aber der Vergleich geht schon recht deutlich an den Norweger. Kurzpass, Annahmepositionen, Passgefahr, Dribbling und Abschlusspositionen. Überall hat Haaland die Nase vorne. In Sachen Toreffizienz ist der Wert auch nur einen Tick schlechter als der von Alcácer, weil Haaland natürlich deutlich mehr Spiele auf dem Buckel hat, nämlich ganze 7 Stück mehr. Darunter kann dann auch mal die Effizienz vor dem Tor leiden. Interessant ist jetzt natürlich, was Alcácer macht, jetzt da ihm ein neuer Konkurrent vor die Nase gesetzt wurde. Es riecht auf jeden Fall stark nach Abschied beim Spanier. Offenbar hat er bei den BVB-Bossen schon seinen Wechselwunsch hinterlegt. Möglicher Abnehmer Atletico Madrid, und wenn wir uns folgendes Zitat von ihm anschauen, dann würde dieser Transfer auch wirklich Sinn machen. Wo ich in Zukunft spielen werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das Leben für mich bereithält, aber ich würde in der Zukunft sehr gerne in La Liga zurückkehren. Yo, das ist auf jeden Fall mal eine richtige Ansage von Alcácer. Wir würden dem BVB aber empfehlen, tunlichst einen solchen Transfer zu verhindern. Denn was wäre denn, wenn Haaland doch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht und während der Saison in ein Formtief fallen würde? Dann wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, Alcácer noch im Kader zu haben und womöglich als zusätzliche Alternative von der Bank zu bringen. Deswegen auch von uns die Frage an euch, was tun mit Paco Alcácer, vor allem im Hinblick auf den spannenden Meisterschaftskampf und die K.O.-Phase in der Königsklasse? Behalten oder verkaufen ist die Frage und wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen. Spannend natürlich auch in diesem Zuge die Personalie Mario Götze, denn der hat mit Haaland ja auch einen zusätzlichen Konkurrenten dazubekommen. Fakt ist, Dortmund kann mit dem einstigen WM-Held nur noch im Winter Kasse machen, andernfalls würde Götze im Sommer ohne Gegenwert gehen. Heißester Interessent scheint Hertha BSC zu sein. Ja, ihr hört richtig, in der Hauptstadt ist wieder richtig viel Geld vorhanden und ein Transfer von Mario Götze würde auf jeden Fall ein Ausrufezeichen an die Liga sein. Hier könnte sich ein spektakulärer Transferhammer anbahnen. Es gab aber noch mehr News rund um den BVB, denn Julian Weigl, der packt seine Koffer Richtung Benfica Lissabon. Für 20 Millionen Euro geht der 24-Jährige nach Portugal. Klingt auf den ersten Moment komisch, denn im Sommer hatte er noch ein Angebot von Paris auf dem Tisch liegen, rund um Förderer Thomas Tuchel. Jetzt ist es also nur Portugal geworden, klingt irgendwie stark nach Flucht. Denn wenn Witzel und Delaney wieder fit sind, ist eigentlich kein Platz für Weigl im Mittelfeld. Zudem spielt ja auch Julian Brandt seit neuestem etwas zurückgezogener im Mittelfeld. Heißt ein weiterer Konkurrent mehr für Weigl, dem das offenbar zu viel wurde. Und auch Schwarz-Gelb wollte den Reisenden offenbar nicht aufhalten, was vielleicht auch daran liegt, dass Weigl nicht mehr an die Leistungen vergangener Tage anknüpfen konnte. Wir haben mal die Leistungen der letzten Saison mit dieser verglichen und da sieht man auch deutlich, dass Weigl abgebaut hat. Vor allem was das Bälleabfangen betrifft, also der Interception-Wert, hat der 24-Jährige einen erheblichen Schritt zurückgemacht. Auch die Passwerte generell für einen defensiven Mittelfeldspieler nicht ganz unwichtig sind nach unten gegangen. Allerdings, und jetzt sind wir wieder beim Punkt, ob der Transfer aus Dortmunder Sicht Sinn macht. Denn Weigl war in der Hinrunde so ein bisschen der Defensivjoker für Trainer Lucien Favre. Egal ob in der Innenverteidigung, auf der Sechserposition, Favre konnte ihn eigentlich überall hinstellen und das ohne Qualitätsabfall.
Wenn jetzt nach der Winterpause die englischen Wochen dann kommen, dann wäre Lucien Favre bestimmt nicht traurig darüber, so einen Spieler wie Weigl noch im Kader zu haben, den er quasi immer einsetzen kann, egal auf welcher Position. Auch hier geht jetzt wieder die Frage an euch, war es sinnvoll, Julian Weigl abzugeben, beziehungsweise würdet ihr anstelle von Hans-Joachim Watzke vielleicht nochmal nachlegen, beispielsweise in Person von Emre Can? Schreibt es gerne unter die Folge in die Kommentare. Jo, damit hätten wir es schon wieder für heute. Wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder bei einer neuen Ausgabe der Transfermarkt-Show. Bis dann, macht's es gut.